Hallo und herzlich willkommen bei der neuesten Ausgabe unseres Formats Interview und Vorstellung, meine lieben Hörer vom Spandau-Neustädter Nachbarschaftsverein Kiezradio, mal um das in epischer Breite zu sagen. Mein Name ist Benjamin, wir sind heute zu Gast beim Mitternachtssport e.V. Darum soll es aber nicht gehen, sondern ich freue mich wie Bolle, hier an meiner Seite zwei Jungs zu Gast zu haben, die ja etwas Grandioses und Tolles auf die Beine gestellt haben. Denn, das kann man so mit Fug und Recht sagen, die beiden hier an meiner Seite sind die ja, Wiederbeleber des Spandauer Sportvereins. Der Verein kann jetzt wieder aktiv sein auf dem Sportfeld an der Neuendorfer Straße, waren auch tatsächlich schon im Fernsehen, das heißt also, wir haben nicht den Erstaufschlag, aber natürlich war es uns sehr wichtig, mal eben etwas darüber zu erzählen. Und nachdem wir dann aus unterschiedlichsten privaten und dienstlichen Gründen ein bisschen gebraucht haben, um zueinander zu kommen, ist es jetzt endlich soweit und ich freue mich wie Bolle, dieses Interview zu führen. Hallo Immelt, hallo Thorsten, grüße euch. Hallo Benni. Hallo Benni. Alles klar. Ich habe ja eben gerade schon ein bisschen anmoderiert. Wiederbelebung der ja, historischen Marke SSV, wenn ich es mal so nennen darf. Und des historischen Vereins, den ich ja noch selber, ich sag mal, kenne, wo ich eben ja auch zu Gast war, auf jeden Fall bis zur Insolvenz seinerzeit. Aber deswegen genug von mir. Seid doch einfach mal so gut, sagt doch mal einfach mal für unsere Hörerinnen und Hörer, wer seid ihr denn? Danke, Benni. Erstmal danke für die Einladung und für das Gespräch. Also mein Name ist Ümit Gündüz. Ich bin 80er Jahrgang, geborener Spandauer und bin jetzt auch gleichzeitig im Verein, übernehme die Jugendleitung, koordiniere das Sportliche im ganzen Verein. Und ja, gleichzeitig auch E-Jugendtrainer. Cool. Beruflich, also ich bin 43 Jahre alt, wie ich schon erwähnt habe, mein Jahrgang. Ich bin seit 24 Jahren bei BMW Motorrad als Führungskraft und lebe Spandau in allen Poren meines Körpers, sage ich mal. Sehr schall. Thorsten. Ja, Thorsten Brentscheid. Spiel mal den Ball weiter. Genau, Thorsten Brentscheid, 1969 geboren. Das heißt, ich war schon in der Schule, nämlich in der ersten Klasse 1975, als der Spandauer SV in die zweite Bundesliga aufgestiegen ist. Bin aber selber kein gebürtiger Berliner. Ich komme aus Bochum und bin erst seit September 2016 in Spandau und habe das immer begleitet. Aber dann am 22. September 2022 erhielt ich von Facebook eine Einladung zur Gruppe Spandau SV. Da dachte ich, gibt's doch nicht mehr, ist doch insolvent, wie du es ja in der Einleitung auch gesagt hast. Ende 2014 war ja erstmal Schluss. Und dann auf einmal gibt es eine Gruppe Spandau SV. Der bin ich dann am 22. September sofort beigetreten. Und dann war dieser Fernsehtermin, du sagtest ja, das RBB war da, 2 Millionen Zuschauer, 4. Oktober war das. Da habe ich dann Ümit kennengelernt und seitdem bin ich voll dabei. Da ging es dann einfach Schlag auf Schlag. Wow, also man merkt definitiv, es läuft, um es mal so zu sagen. Aber schau mir doch mal an den Anfang. Du hast gesagt, du kamst quasi eben dazu aufgrund der Facebook-Gruppe. Ja, Ümit, dann schaue ich dich mal einfach mal an. Wie ist es denn dazu gekommen? Denn wie Thorsten ja schon sagte, und ich war seinerzeit auch bei der Insolvenz auch wirklich live dabei. Ich hatte dann sogar das Geld noch zurückbekommen, das ich gespendet hatte, um den Verein noch zu retten. Ja, wie haben wir es zu verdanken, dass der SSV wieder da ist? Also Benni, es war echt kurios, muss ich dazu sagen. Wir haben im Februar 22 in diesen Räumlichkeiten vom Mitternachtssport unseren quartalmäßigen Männerabend gemacht, ne? Mit den Jungs, mit denen wir früher zusammen Fußball gespielt hatten im Verein. Jetzt sind wir ja schon ein bisschen älter, dann trifft man sich mal abends im Quartal mit den Jungs und macht ein bisschen Quatsch. Und ich bin selber ja 5 Jahre schon Herrentrainer gewesen, habe selber lang genug im Amateurfußball in Spandau gespielt und habe mich dann aus dem Herrenbereich zurückgezogen wegen meiner beruflichen Karriere. 2 Kinder bekommen, eine wunderschöne Ehefrau und bin dann in den Jugendfußball gekommen, weil mein Sohn eben ein bisschen größer wurde und habe dann noch alte Kontakte gehabt, habe dann angefangen beim Blau-Weiß Spandau. Damals noch mit dem ersten Vorsitzenden in Kontakt, Rainer Arnemüller, der leider verstorben ist.
und habe da dann gleich die G-Jugend übernommen, also die Mini-Kicker, ja, die noch wirklich noch mit den Körnern auf dem Kunstrasen spielen, anstatt mit dem Ball. Und es war sehr anstrengend, muss ich dazu sagen, aber dank meines Sohnes habe ich durchgehalten, weil ich eben wollte, dass er mit dem Fußball aufwächst, so wie ich. Ich habe 33 Jahre wirklich gespielt und mein Papa, der leider auch verstorben ist, hat jedes Spiel, jedes Training verfolgt von mir und dasselbe wollte ich meinen Kindern dann geben. Ja, dann habe ich da 2 Jahre die G-Jugend gemacht und irgendwann habe ich mir gesagt, okay, das ist nicht so richtig, was mich erfüllt. Ich habe mehr Ideen, ich kann mich mehr einbringen, ne, und möchte mehr führen. Dann waren wir eben in dem sogenannten Männerabend hier im Mitternachtssport und deswegen nochmal riesen Dankeschön auch an Ismail Öner, ne, den Vorsitzenden von Mitternachtssport. Da saß man hier auf der Couch und dann habe ich erzählt, ah ja, bei Blau-Weiß geht so. Und dann kam einfach so die Schnapsidee, sag mal, warum gründen wir keinen Verein? Wir haben alle Kinder, die wollen alle Fußball spielen, Spandau gerade, es ist so viel Zuwachs, Kinder, überall werden sie abgelehnt, weil es voll ist, die Vereine quillen wirklich über. Und dann kam mir einfach mal so, meinte ich, was ist eigentlich mit dem SSV? Weil das war ja die Marke in Spandau, der führende Verein, ne? Die Traditionsmarke. Dann Ismail Öner, der auch selber beim SSV in der Regionalliga gespielt hat, meinte, ja, die sind pleite gegangen. Alle Handys rausgeholt, erstmal gegoogelt, ne, was ist passiert. Dann stand noch auf der alten Internetseite vom SSV der Insolvenzantrag. Antrag, ja. Genau. Ja, ja. Den habe ich mir dann durchgelesen und dann nach Hause gegangen und dann intensiv mich damit beschäftigt. Ne. Dann habe ich rumtelefoniert, dann habe ich diesen Antrag noch richtig durchgelesen, wie ist alles passiert. Dann habe ich bei Facebook, dann gab es da eine Seite, rettet den SSV bei Facebook, habe alte Mitglieder angeschrieben, alte aus dem BFV, diese, was man immer kriegt, die Vereine, diese Informationen, was ist passiert, ne? Noch, wer war der erste Vorsitzende 2014? Dann bin ich in den Spandauer Bock gegangen, weil ich wusste, damals war der erste Vorsitzende da, aber... Ja, aber es war so vereinslokal. Ja. Genau, vereinslokal, aber da gab es dann auch keine Information. Und irgendwann habe ich mir gesagt, weißt du was, ich rufe jetzt den Insolvenzverwalter an. Dann habe ich den Insolvenzverwalter angerufen und habe den gefragt, sag mal, SSV, was ist denn da? Der meinte dann, total kalt, Verfahren ist geschlossen, ist vorbei. Ja. Also, der Verein ist, es existiert nichts mehr. Okay, dann habe ich den Vereinsregister angerufen, SSV, ist der noch aktiv? Und die Dame war so nett, die meinte, nö, der Verein ist nicht mehr aktiv, wurde aus dem Vereinsregister gelöscht. Da habe ich mal gefragt, ja, und Patent, Name, Emblem? Sie meinte, nö, alles frei verfügbar, kostet sie 136 Euro, meinte sie die Anmeldung. Okay. Und ich sofort Kumpels angerufen, ey, SSV ist verfügbar und Jungs, wenn wir anfangen, das war März 22, ich meinte, wenn wir jetzt loslegen, da wird eine Riesenwelle kommen, sage ich euch. Seid ihr dabei? Ja, wir sind dabei. Dann habe ich mich schlau gemacht, wie wir den Verein gründen können. Eine Neugründung hatte so viel Auflagen beim Berliner Fußballverband, wo ich auch noch gut vernetzt bin, habe ich dann mir Informationen geholt und die haben mir wirklich geraten, mit Neugründung würde dich mindestens 2 Jahre dauern. Wir sind mitten in der Corona-Zeit, ne? Ja. Und dann kam so die Schnapsidee, sag mal, finde einen toten Verein, der noch aktiv ist, im Vereinsregister eingetragen ist und geh den kurzen Weg, ne? Gründe deinen Vorstand, ändere den Namen und du bist im Sommer am Netz. Alles klar, meinte ich, ne? Kumpel zusammengerufen, wer hat Interesse, wer hat Lust, eingesetzt, Vorstand gewählt, einen Verein haben wir gefunden natürlich, der uns dann übergeben wurde. Haben wir einen neuen Vorstand gewählt, Namensänderungen gemacht, eintragen lassen, wirklich 136 Euro und noch was haben wir bezahlt und der SSV war wieder am Netz. Also für diese Legende ist das ja kein Geld, sage ich mal so. Nur mal so, wie viele wart ihr da? Ich sag mal so als Keimzelle, so, du hast ja gesagt, du ein paar Jungs, wie viele wart ihr? Knapp 10. Alles klar? 10 cool. Leute waren wir. Aber das ist ja auch schon eine gute Zahl, das darf man ja nicht vergessen. Ja. Und sagen wir es mal so, ich sag mal, jemanden einen Verein finden, wo man dann eben quasi dann die Satzung ändert, Namen und so weiter. Lief das easy oder wie war das? Also Benni, ich muss dir ehrlich sagen, sowas wäre mir nie eingefallen, aber es lief wirklich total easy. Ja. Weil der alte Vorstand war auch nicht mehr aktiv, da war ein Mensch noch aktiv und der hat dann gesagt,
Er tritt zurück, also müsste er uns dann schriftlich geben, dass er dann nicht mehr handlungsfähig war, der Vorstand. Und dann ging es total schnell. Jahreshauptversammlung gemacht und dann haben wir einen Vorstand gewählt und dann zack, erster Punkt natürlich Namensänderung. Und die wurde auch einstimmig beschlossen. Ja, natürlich. Also wenn man da lauter Leute hat, die mit Herzblut dabei sind, dann sagt ja dann keiner Nein plötzlich. Genau. Ne? Deswegen, also wir sagen ja auch immer, wir sind der SSV, wir bauen auf die Tradition des Spandauer SV 1894 auf. Ne? Ja. Deswegen ja, also wir wollen ja diese Marke leben lassen, weil es einfach wirklich die Marke in Spandau war. Ich selber habe von der F bis zur A-Jugend bei Starken gespielt. Ja. Also ich bin Starkener Bub, wenn du so siehst. Wo dann in Starken? Beim SC Starken. Beim SC Starken, gut. Ja, nee. Ich habe nie beim SSV gespielt, immer nur gegen SSV und da haben wir mal verloren. Ja. Und deswegen kam die Idee und dann ging es wirklich relativ schnell. Dann waren wir am Netz, dann hatten wir eine G-Jugend. Mit zwei G-Jugenden haben wir angefangen. Genau. Alles klar. Ich würde mal sagen, das ist ja etwas, was wir uns dann für den späteren Teil des Interviews noch aufheben, aber es ist auf jeden Fall echt spannend, die Energie dabei zu spüren, die er da reingetan hat, um wirklich dieses Stück Spandauer Tradition echt wirklich wieder zu beleben. Und da sage ich jetzt einfach auch schon mal Danke. Damit sind wir auch schon relativ nah am Ende und des ersten Blocks unseres Interviews. Wie immer ist es so, diejenigen Hörer, die uns auf Laut FM hören, leider nicht auf YouTube, aber eben übers Online-Radio, die werden jetzt gleich Musik hören. Und da haben wir was Besonderes. Natürlich, wie üblich, haben wir unsere Interviewpartner, also Immet und Thorsten hier, gefragt, Leute, was dürfen wir denn gerne dann eben als Musik spielen. Und dann kam Thorsten gleich mit der Idee und hat gesagt, ja, ist gar kein Problem hier, wir haben hier eine kleine Playlist von Songs, die für uns wichtig sind. Und deswegen, ich würde mal einfach mal sagen, für die ersten drei oder vier kannst du jetzt entscheiden, Thorsten. Sag doch mal, was werden jetzt denn unsere Hörerinnen und Hörer denn jetzt hören und warum sind die für den SSV wichtig? Ja, für den ersten Song gehen wir zurück ins Jahr 1975. Der Spandauer SV ist ja der einzige Verein bis heute, der schon mal in der zweiten Fußball-Bundesliga gespielt hat. Und am 24. Juli 1975 tritt bei Top of the Pops die Glamrock-Band Sweet auf, ja, mit ihrer neuen Single Action. Zwei Wochen später bestreitet der SSV am 9. August sein erstes Spiel in der zweiten Liga Nord. Also Action von Sweet von 1975 ist der erste Titel. Danach der zweite Titel, der Sommerhit von 1975, das ist Movie Star von Harpo. Der tönt aus allen Lautsprechern und auch wenn der SSV die meisten Spiele ja in der zweiten Liga verloren hat, blieb die gute Laune auch durch Movie Star erhalten, also von Harpo Movie Star, auch 1975. Und der dritte Titel noch, die jugendlichen SSV-Fans, die waren nicht zimperlich und die rockten auch schon mal mit der New Yorker Band Kiss aus dem Jahr 1976 von Kiss Detroit Rock City. Das sind auf jeden Fall gute und starke Songs. Dann wünsche ich viel Spaß dabei bei Hören und dann hören wir uns gleich wieder. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Interviews mit den Verantwortlichen, Aktiven vom Spandauer Sportverein, von der Neugründung desselben. Wir haben uns eben gerade in der Pause nochmal ausgetauscht und ich sag mal so, da kann man ein bisschen in Historie schwelgen. Wie ihr dann auch auf den Bildern sehen werdet, sind wir hier alle in Kluft, ne? Das heißt also hier die beiden Jungs zu meiner Linken, ordentlich, ich sag mal, im aktuellen Dress. Und ich habe tatsächlich mein altes Fanshirt von 2014 nochmal rausgekramt, was wir seinerzeit erstellen haben. Und dann ja, denkt man eben an viele Dinge. Zum Beispiel ist es so, dass ein Name, der mit dem SSV lang verbunden ist, der Fritz Martin, ich denke, die Jungs nicken, den kenne ich ja tatsächlich auch noch, weil der nämlich am Freier vom Stein Gymnasium an der Oberschule nämlich tatsächlich einer meiner Sportlehrer war. Natürlich ist es je nachdem, wo ihr uns hört, freuen wir uns über einen Like, einen positiven Kommentar, Teilen unserer Inhalte. Dieser kleine Werbeblock darf sein, aber dann lasst uns doch einfach mal
wieder, ja, ich sag mal, ran an den Speck gehen. Wir haben eben gerade von Ümit dankenswerterweise gehört, wie das Thema seinen Anlauf nahm, wie man quasi die vereinsrechtlichen Themen geregelt hat. Und nun wollen wir so ein bisschen den Blick darauf werfen, wie sich das dann nach den juristischen Themen entwickelt hat und wie denn jetzt der jetzige Stand vom Vereinsleben, von den Mannschaften, Spielerinnen, Spieler, was auch immer dahingehend ist. Und da wechseln wir hier mal, ich sag mal, so ein bisschen den Ansprechpartner von Ümit. Gehen wir mal rüber zu Thorsten. Hallo, grüße dich nochmal, mein Bester. Dankeschön. Gerne doch. Ja, und dann würde ich mal sagen, dann schieß mal los, ne? Ja, Ümit hat schon erzählt, die Gründung war im Frühjahr, Sommer 2022. Also er hat dann einige Jungs übernommen und trainiert. Und am 4. Oktober 2022 war eigentlich so der erste große Termin, denn das RBB-Fernsehen hatte sich angekündigt, wollte für die Abendschau einen Bericht machen. Mit der Videokamera kam die an. Und ich hatte ja vorher gerade, also 22. Oktober, das sind ja gerade dann mal anderthalb Wochen vorher, genau, erst diese Facebook-Gruppe gesehen und mich da eingetragen. Und dann Ümit gefragt, hier, wie ist das, kann man dazukommen? Dann hatten wir in dem Chat von Facebook kurz gesagt, okay, ich sagte ihm, du erkennst mich am SSV-Trikot. Denn ich war beim Sommerfest des SSV 1999, bin nach Berlin gefahren und habe da ein Trikot gekauft. Da lag einfach beim Sommerfest ein Original-Spieler-Trikot in Rot-Weiß für 5 D-Mark. Also damals noch D-Mark, habe ich natürlich sofort gekauft. Das lag in meinem Schrank über Jahre. Und dann dachte ich, ich ziehe das jetzt einfach an und gehe dahin. Mhm. Naja, ich kam dahin, es war niemand da. Ich denke, sollst du wieder nach Hause gehen? Hier ist ja niemand. Und dann kam Ümit und sprach mich dann sofort an. Und ja, ich gucke hinten hier, Spandauer SV, die 7 als Nummer drauf. Und dann kam das Fernsehen sofort auf mich zu. Oh, Sie haben ja ein Trikot an vom Spandauer SV. Sind Sie hier länger? Wir müssen Sie interviewen. Bleiben Sie bis zum Ende? Bleiben Sie bitte bis zum Ende. Ja, und dann haben die mich ja interviewt und gefragt, hier, wie lange kennen Sie das schon? Und wie ist das? Und was hat das für eine Bedeutung? Und da habe ich einfach gesagt, der Spandauer SV ist, das war eigentlich das Gleiche, wie Ümit vorher schon sagte, eine Marke, eine bekannte Marke in Berlin. Und das ist jetzt eine Bereicherung. Der Verein ist wieder da. Die Identität war mit diesem Verein schon gegeben bis 2014. Und jetzt ist er wieder da und erzeugt eine gewisse Euphorie, weil einfach der Spandauer SV der größte Traditionsverein in Spandau war. Viele erinnern sich. Und ja, es ist wirklich so, dass dann einfach eine Welle losging, besonders vielleicht ausgelöst durch diesen Fernsehbeitrag. Also der RBB hat das erst im Radio gebracht, 10 Tage später. Und dann kam es in der RBB in der Abendschau, 2 Millionen Zuschauer. Vorher kurz hatte schon die Berliner Morgenpost vom SSV berichtet, auch über Ümit. Der Tagesspiegel berichtet mittlerweile alle Vierteljahr über den SSV, auch über die Kegler. Es gibt auch eine Kegelabteilung. Also es ist immer wieder was los, es wird immer wieder berichtet. Und dann habe ich halt diesen Fernsehbeitrag gesehen im Internet und machte dann Screenshots und habe die gepostet bei der Facebook-Gruppe. Und dann sprach mit Ümit an und meinte, oh, das ist aber professionell, das hast du gut gemacht. Könntest du nicht was hier machen? Also dann wurde ich irgendwie erst Admin bei der Facebook-Gruppe. Eine Woche später wurde ich dann der Administrator der offiziellen Webseite des Spandauer SV. Dann sagte Ümit ein paar Wochen später, ich bin jetzt der offizielle Pressesprecher. Und dann hatten wir jetzt die Jahreshauptversammlung am 18. Oktober 2023. Da wurde ich dann dritter Vorstandsvorsitzender, also offiziell. Das hat sich alles irgendwie so entwickelt, weil ich einfach sagte, ich gehe da mal hin und gucke mir das an, aber da blieb es ja nicht bei, sondern ich wurde gebraucht und Ümit sagte, das macht Sinn, wie du das machst und was du da machst. Und so bringe ich mich ein und bin praktisch die rechte Hand von Ümit. Er ist der sportliche Leiter und ich bin praktisch so der Medienbeauftragte, der Pressesprecher und mache alles, was so die Öffentlichkeitsarbeit angeht. Aber da siehst du mal eben, wie schnell man verhaftet wird. Ja gut, es gibt beim SSV nur Freiwillige. Ja, es gibt da nur Freiwillige. Natürlich hat das schon gewissermaßen mein Leben verändert. Nur ein Beispiel, 24. Dezember 2022. Ich bin 2 Monate oder 3 Monate dabei und denke, Heiligabend, Feiertag, jetzt einfach mal ausspannen, einfach mal Ruhe. Kommt sofort eine Meldung von Ümit. Kannst du bitte eine Anzeige machen? Dank für die Zusammenarbeit und frohe Feiertage und guten Rutsch und guten Start ins neue Jahr.
ich denke, oh, gut, dass ich das nicht machen muss. Ich wusste das schon, ich habe es am Abend vorher schon gemacht. Und dann halt auf die Internetseite gepackt, auf die Facebook-Seite gepackt. Also wenn immer irgendwas Aktuelles ist, das muss gepostet werden. Die Leute wollen das wissen. Wir haben Eltern, wir haben Spieler, wir haben Fans, die das halt verfolgen und informiert sein wollen. Auf jeden Fall. Also das ist ja auch ultra wichtig, denn man muss ja eine Geschichte immer erzählen und auch weitererzählen und eben präsent bleiben. Denn ansonsten ja, würde es eben, ich sag mal, so ein bisschen versanden und das wollen wir natürlich eben alles nicht. Besonders weil dem Ganzen ja noch so ein, ja, ich sag mal so der Kick des Anfangs quasi, ich sag mal, innewohnt. Ne? Dazu nur mal am Rande gefragt, weil du hattest das nicht erwähnt und vielleicht dann eben auch für die Hörerinnen und Hörer. Machst du das denn auch beruflich quasi? Ist das jetzt in Kombination, sodass dir quasi Hobby und also Ehrenamt und Hauptamt zusammenkommt oder ist es nicht so? Also ich bin von der Ausbildung her Verwaltungsinspektor, also Mann der Texte, der Anträge, ja. Arbeite aber seit 1999 in der Finanzbuchhaltung, erst in der Diakonie und jetzt im politischen Bereich hier in Berlin. Und bin eigentlich dann jetzt ein Mann der Zahlen. Ja. Ja. Also ich habe mit Medien, mit Öffentlichkeitsarbeit beruflich eigentlich nichts zu tun. Ich mache Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss, Auswertungen, Rechenschaftsberichte, also eher so Wirtschaftsmathematik beruflich. Okay. Aber keine Sorge, um das auch mal als Lob mal für dich hier auszugeben, das, was du da an Arbeit leistest für den SSV, das ist ja wirklich vorbildlich. Ja, also man könnte definitiv meinen, dass da mehr auch, ich sag mal, als ein Mann dahinter steckt. Mhm. Ja, also nimm das Lob mal gerne mal an, es ist definitiv verdient, oder Ümit? Auf jeden Fall. Also ich habe mich so an Thorsten schon gewöhnt, sage ich mal so, und der hält mir auch so den Rücken frei. Und was er macht für den Verein ist einfach, also ein Danke wäre da schon zu wenig, sag ich mal so, ne? Weil wir dürfen nicht vergessen, Ehrenamt ist ja immer eine Sache, die selten fast schon ausstirbt, sag ich mal so. Und so einen wie dich gefunden zu haben, sag ich mal, der so selber gekommen ist, ich habe dich ja nicht mal gefunden, du bist selber gekommen. Deswegen riesengroßes Dankeschön von meiner Seite und vom Verein her. Danke, Thorsten. Also ich habe natürlich schon gewissermaßen Erfahrung mit Sportfotografie. Ich hatte ab 1999 die Internetseite www.fußballbild.de. Das war so eine Sammlerbörse im Internet. Da gab es halt Eintrittskarten, Fußballprogramme, CD-ROMs, Videos und Autogrammkarten und Sammelbilder. Das lief so bis 2018. Dann habe ich das abgegeben. Und da habe ich einfach viele Fotos gemacht, Bundesligaspiele oder im Urlaub auf Westerland, TSV Westerland. Ich war Fanclubleiter bei Tennis Borussia Berlin, das nannte sich TBNRW, also für Westdeutschland, wo ich ja herkomme. Und da hatte ich schon Erfahrung halt mit Fußballfotografie und habe das dann jetzt auch für den SSV gemacht. Und es sind weit über 1000 Fotos auch online auf www.spandauersv.de, die ich dann einfach bei den Spielen unserer Jungs mache. Na perfekt. Also dementsprechend, ich sag mal mit Erfahrung schon im Vorfeld, das Thema Ehrenamt kann ich nur unterstreichen. Ja, also wir machen das hier ja auch im Nachbarschaftsverein, alles auf ehrenamtlicher Basis und ohne das würde es einfach nicht laufen. Dann lasst uns doch einfach mal, ich sag mal, eben nochmal einen Blick auf die aktuelle Aufstellung werfen. Ümit hatte ja erwähnt, ihr habt mit zwei Jugendmannschaften angefangen. Wie sieht es denn im Augenblick aus? Was bietet der SSV im Augenblick alles an? Also die Jungs sind zwischen 4 bis 10 Jahren, ne? Oder 5 bis 10. Das ist richtig. Ja? Wir haben die G-Jugend, wir haben 2 G-Jugenden, wir haben 2 F-Jugenden, wir haben eine E-Jugend. Und Benny, das ist ja das Wichtigste, was wir machen wollten. Wir wollten den Verein gesund von unten aufbauen. Mhm. Wir wollten nicht den Fehler machen, den viele Vereine machen, einfach eine Herrenmannschaft und los geht's. Ja. Sondern wir wollen das Fundament des SSV so aufbauen, dass wir wirklich aus der Jugend tolle Jungs, Mädels, irgendwann mal in den Senioren- bzw. in den Herrenbereich ranführen, ne? Dass die Identifikation da ist. Ja. Ne? Und aktuell 5 Mannschaften im Betrieb. Wie gesagt, Tendenz steigend. Ehrenamt sind auf der Suche. Ja. Nochmal genauer sagen, bitte, ja, also falls jemand sich aufgefordert fühlt, sagt doch bitte, was ihr braucht oder genau, also Trainer, Betreuer, meistens kristallisiert es sich aus den Eltern heraus, ne, weil sie sowieso da sind beim Training und dann findest du immer jemand, der da mithilft. Aber wir haben eben die Philosophie, so viel Trainer wie wir haben, so viel Mannschaften werden wir auch in den Betrieb einmachen. Sondern wir werden nicht auf Masse gehen, also, sondern Masse mit Klasse, Trainer und dann die Mannschaft. Da kann ich mal sagen, ich finde das sehr klug, denn nichts ist ja schlimmer, als wenn man einen
ich sag mal, etwas aufbaut und Erwartungen weckt, gerade auch bei den Kindern, das darf man ja nicht vergessen. Und dann heißt es ja, sorry, klappt nicht, Training fällt schon wieder aus, weil es keinen Trainer gibt. Das darf nicht sein und das finde ich schön, dass ihr euch da eben anders entschieden habt, um das mal so zu sagen, ihr wollt organisch wachsen. Und das ist doch, denke ich mal, eine kluge Entscheidung. Ganz genau. Thorsten, ich hebe die Hand, aber natürlich bitte. Wenn ich da ganz kurz ergänzen darf, mir ist da gerade eingefallen, warum mache ich die Arbeit überhaupt? Na, ich investiere Stunden, also eigentlich zig Stunden die Woche. Und es ist einfach viel, was Ümit investiert. Meine Frau sagte mal irgendwie, mein Mann macht so viel, also ganz viel für den SSV. Da würde die Frau von Ümit sagen, mein Mann macht alles für den SSV. Und da frage ich mich, warum mache ich das eigentlich? Und da ist mir aufgefallen oder eingefallen ein Satz, ein Zitat von Hans Rosenthal. Ja. Hans Rosenthal war ja auch Präsident von Tennis Borussia Berlin und der bekannte, beliebte Quizmaster. Und der sagte mal was, was ich als Jugendlicher mal gehört habe. Und das habe ich so ein bisschen für diese Arbeit auch als Motto. So eine Arbeit kannst du eigentlich nur machen, wenn du Menschen liebst. Dieses Zitat ist mir nahegegangen und ist für mich auch die Grundlage, weil wenn du was investierst, den Kindern, es sind ja Grundschulkinder, ja, auch den Eltern, wenn du Kontakt pflegst, wenn du freundlich, höflich, zuvorkommend und freundschaftlich dort auch den Eltern begegnest, den Trainern, den anderen Mitarbeitenden, dann bekommst du ja auch ganz viel zurück. Ja, und das ist einfach, wenn du etwas, steht glaube ich in der Bibel, ne, wenn du etwas in den Wald hineinrufst, dann schaltest du wieder raus. Oder was du siehst, das wirst du auch ernten. So ja, ist es. Was ist du siehst, das wirst du auch ernten, genau. Und das erlebe ich halt. Und das ist einfach toll, wenn du dann leuchtende Augen von Spielern siehst, die auf dich zukommen und dich begrüßen und sich bei dir geborgen fühlen und dich auch mal kuscheln oder so. Das ist einfach schon toll, wenn diese Vertrauensbeziehung da ist, wenn du siehst, die Jungs, die fühlen sich geborgen bei dem Verein, sie fühlen sich gut aufgehoben und sind einfach da zu Hause und an der richtigen Stelle. Das ist top und das kann ich absolut nur unterschreiben. Und wir sind ja zwar hier, ich sag mal, keine religiöse Sendung, aber ein anderes Bibelzitat habe ich dazu auch mal. An ihren Taten wird man sie erkennen. Oder an den Früchten heißt es, ne? An den Taten. Ja, Taten, okay. Auf jeden Fall, und das ist es ja. Also ihr redet ja nicht nur darüber, was theoretisch mal machbar wäre, sondern ihr macht es ja auch wirklich und deswegen dafür eben Lob und Anerkennung auch nochmal. Wir würden dann auch schon dann am Ende vom zweiten Block sein. Das heißt also, wir kommen wieder zu unserer Thematik. Und Thorsten, wir machen das jetzt genau wie im ersten Block auch. Das heißt also, bitte sag doch einfach nochmal etwas zu den nächsten Songs, die wir jetzt spielen werden und in welcher besonderen Verbindung diese dann zum Verein stehen. Ja, gerne. Also bis Mitte der 80er Jahre war der SSV in der drittklassigen Oberliga Berlin nur Mittelmaß. Aber für gute Laune sorgte 1982 die Gruppe Tightfit mit dem Titel Fantasy Island. Der fünfte Titel in den 80er Jahren machte eine erfolgreiche Popband Spandau, also unserem Bezirk, weltweit bekannt, nämlich Spandau Ballet. Fight for Ourselves, übersetzt Wir kämpfen für uns selbst, spiegelte das Bewusstsein des SSV wider, dessen Konkurrenz mit aufstrebenden Berliner Fußballvereinen größer wurde. Und der sechste Titel, ein wunderschöner Titel, wieder von Spandau Ballet, der mir als Pressesprecher selber, der mich sehr berührt, auch wieder von Spandau Ballet aus dem Jahr 1986, Through the Barricades. Fantastisch, dann wünsche ich viel Spaß beim Hören und dann sind wir gleich im dritten Block wieder da. Und da sind wir wieder mit dem dritten und abschließenden Teil des Interviews mit dem Spandauer Sportverein. Wir haben über die Wiederbelebung, über die Neugründung quasi gesprochen. Wir haben ein bisschen was über unseren, oder vielmehr über euren Einsatzgründe, über eure Motivation und die aktuelle Aufstellung vom Verein gesprochen. Nun fehlt ja dann eigentlich nur noch eine Sache. Das heißt also, wir werfen den Blick in die Zukunft auf eure Vision, auf euren Plan, auf eure Wünsche. Wie soll es denn mit dem Spandauer Sportverein weitergehen? Erzählt doch dazu bitte mal was. Ja, gut soll es weitergehen, oder? Ja. Bin ich dabei. Also wir haben genug Jungs. Ich glaube, wir haben im Moment nur Jungs, ja? Nur Mädchen haben wir im Moment leider gar nicht, aber das soll sich ändern.
25. Januar, da haben sich, Ümit, wie war das, haben sich jemand gemeldet? Bei mir haben sich zwei, drei Elternteile gemeldet, die Mädchen im Alter vom 9 bis 12 haben und die händeringsten Vereine suchen für die Mädchen, die Fußball spielen wollen. Und daraufhin habe ich denen dann gesagt, habe ich mich mit dir abgesprochen, dass wir mal so einen Auftakt machen können. Genau. Das ist ja dann wirklich ja im Prinzip gefühlt schon morgen, denn das hatte ich nicht gesagt, das steht normalerweise dabei. Wir führen dieses Interview am 11. Januar. Wenn ihr sagt, 25. Januar, das ist ja bald. Spannend. Erzählt doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also ich habe selber ja nie im Verein gespielt. Ich habe Betriebssport gemacht. Ich war Leiter einer Hallenfußballgruppe, Herbst 99 bis Frühjahr 2012. Und da waren auch Mädchen dabei. Mhm. Von da habe ich da ein bisschen Erfahrung und habe mich da auch mal ein bisschen schlau gemacht. Wie ist das denn mit dem Frauenfußball, mit dem Mädchenfußball? Hat ja in Deutschland lange gebraucht. Ich glaube bis 1970, dass es überhaupt vom Deutschen Fußballbund zugelassen ist. Der Leistungsaspekt ist ja das eine, aber beim Mädchenfußball muss man natürlich auch den sportpsychologischen Wert sehen. Mädchenfußball stärkt ein positives Selbstwertgefühl, noch mehr als bei Jungen, hat man rausgefunden. Mhm. Und es gibt alte Vorbehalte, das ist aber auch schon lange her, das Treten eines Balles sei nicht weiblich, das sei moralisch verwerflich, weil die ja dann auch kurze Hosen tragen. Die Zeiten sind ja zum Glück vorbei. Ich wollte doch sagen, das ist doch eigentlich, also aus meiner Sicht ist das ziemlich antiquiert, diese Einstellung. Ja, aber trotzdem, es hat lange gedauert. Man kann das nicht vergleichen mit den USA oder auch mit England, wo Frauenfußball und Mädchenfußball völlig etabliert ist. Hier in Deutschland zählt mittlerweile auch Mädchen- und Frauenfußball zu den schnellsten wachsenden Sportarten. Also das ist wirklich so, im Bereich des DFB spielen fast 200.000 Frauen und Mädchen Fußball und das Wachstum im Mädchenfußball ist prozentual mehr als doppelt so hoch wie bei den Jungen. Die Zahl der Vereine ist ein bisschen rückläufig, also die Nachfrage ist hoch, aber das Angebot ist ausbaufähig und auch in Spandau. Mhm. Ja, da sind wir natürlich gespannt, wenn wir natürlich dann auch dafür werben, dass wir das machen, dass wir Training für Mädchen und auch eine Mannschaft anbieten wollen, wie die Resonanz dann sein wird. Das ist natürlich jetzt Zukunftsmusik. Wir fangen am 25. Januar mit dem ersten Training an. Das werde ich dann machen. Also die Ansicht, dass Fußball als Kampfsportart der Natur des Weibes wesensfremd sei und dass der Kampf allein dem Manne gebühre, das war so das hört bis 1970. Ich wollte sagen, das hört sich aber fast nach Gründerzeit an, ja? Also viel älter. Ja. Also das ist wirklich bis 1970 noch ein Problem gewesen in Deutschland. Da gab es so chauvinistische Einstellungen. Ich erinnere mich da an den Wim Tölke, der hat das aktuelle Sportstudio im ZDF moderiert. Mitte der 60er hat sich da sehr abfällig zum Frauenfußball geäußert. Natürlich, Schnelligkeit und Schusskraft ist gegenüber den Männern wohl nicht so stark. Aber ich würde das gar nicht vergleichen. Das technische Niveau ist so hoch, dass ich nicht nur sportpsychologisch, sondern auch vom Spitzensport her Frauenfußball befürworte. Mhm. Der SSV kann und darf nicht chauvinistisch sein. Wir sind offen und wir werden jetzt, wie gesagt, am 25. Januar das anbieten und dann einfach schauen, wenn die dabei bleiben. Du kannst natürlich mit vier Mädchen alleine kein Team bilden. Nein. Da müssen wir halt schauen, werden die direkt integriert, Ümit? Ich weiß nicht, wie du das siehst. Eigentlich bis 12 Jahre sind ja Mädchen mit integriert bei den Jungs. Richtig. Ja, da müssen wir halt schauen. Ich werde gucken, Ballgefühl, können die einen Ball stoppen, passen, schießen, Spielstruktur erkennen und lernen, dass man einfach sieht, ob das für sie ist. Mhm. Und dann werden sie einfach mitmachen. Und wenn sie weitere dazu holen, sind wir natürlich offen auch für eine eigene Mädchenmannschaft, auf jeden Fall. Deswegen, also ich würde mir das einfach gleich mal als Aufruf mal an unsere Hörerinnen und Hörer mal formulieren wollen und sagen, hey, wenn ihr Interesse habt für den Kinderbereich, eben für Mädchen, eben am Fußball in Spandau, dann schaut gerne beim SSV vorbei, ne, tretet da in Kontakt. Kontaktdaten werden wir am Ende noch alles nochmal zusammenfassen. Aber das ist auf jeden Fall eine richtig gute Idee. Ne? Gratulation dazu. Natürlich ist es so, dass das Ganze fällt immer zusammen, wie du eben ja schon gesagt hast, mit dem, was man stemmen kann. Deswegen, alles klar, Thorsten fängt hier jetzt, ich sag mal, dann damit an. Später kann sich das natürlich noch weiterentwickeln. Und Weiterentwicklung ist jetzt das Stichwort. Das heißt also, was habt ihr denn in nächster Zeit vor? Veränderung, oder? Veränderung, ja. Wachstum auf jeden Fall. Ja. Wie du schon gesagt hast, organisch wachsen.
Wir werden nächstes Jahr, also in der kommenden Saison, sage ich mal so, werden wir mit einer E-Jugend, mit einer D-Jugend, Dora, an den Start gehen. Also 10- bis 12-Jährige. Genau, 10- bis 12-Jährige. Und werden von unten natürlich nach oben wachsen. Ne? Die G-Jugend wird wieder erneuert mit neuen Kindern und haben dann schon knapp 6 bis 7, dann haben wir alle Kleinfeldmannschaften haben wir dann belegt. Und das ist schon ein Riesenschritt für uns. Respekt, ja. Ja, wir haben so viele Anfragen, Benny, dass eine komplette B-Jugendmannschaft kommen möchte, dass eine C-Jugendmannschaft kommen möchte. Aber ich bin wirklich jemand, Schritt für Schritt. Ja. Der Thorsten, manchmal geht es ihm noch zu langsam. Nee, ich bin da schon realistisch. Aber wir brauchen ja auch die Trainer. Genau. Ist doch so. Der sagt dann immer, Ümit macht das genau richtig. Der macht das schön langsam. Und die Zukunft. Was sagt die Zukunft? Natürlich werden und müssen wir irgendwann eine Herrenmannschaft haben. Ja. Weil die Herrenmannschaft ist immer das Flaggschiff des Vereins. Das weiß ich, weil ich selber auch Herren trainiert habe. Und ob es in der kommenden Saison ist, ob es danach ist, kann ich noch nicht sagen. Lass ich mal spannend, sage ich mal so. Aber es wird dazu kommen, dass der Spandauer SV wieder am Herrenspielbetrieb teilnehmen wird. Und ich bin selber gespannt. Wie gesagt, also das ist unser Ziel, dass wir, wenn wir die Jugendabteilung stabil aufgebaut haben, auch in den Herrenbereich aktiv werden. Das eine ist ja quasi die Grundlage auch für das andere, weil wenn ihr euch dann eben dann da weiterentwickelt, du hast ja gesagt, B, C, Jugend, dann ich sag mal auch A-Jugend, ich sag mal, dann sind es ja dann auch die Quellen, aus denen man dann später die Herrenmannschaft formen kann. Richtig. Und damit bist du mir im Prinzip zuvor gekommen, weil natürlich ist es so, eben diejenigen, die, ich sag mal, den SSV in der alten Auflage begleitet haben, da war das Ganze natürlich, ich sag mal, sehr stark mit den ersten Herren verknüpft. Und natürlich kam dann auch das Thema, oh, SSV, und dann wurde gleich geguckt, ja, alles klar, wo spielen sie denn jetzt, in welcher Liga der Herren, ja? Und dann wurde gesagt, erstmal nicht, aber hey, keine Sorge, ja, alles cool, ne? Geht das in Ruhe an, brecht es nicht übers Knie, man sagt ja immer so schön, overpacen, ja, sollten wir eben dementsprechend nicht. Und dann da ein bisschen einfach zu warten und das Ganze dann eben dann ordentlich zu begleiten, dann sauber aufzustellen, ist, denke ich mal, in Ordnung. Das bringt mich auch dann, ich sag mal, zu einer anderen Frage, weil wir reden ja jetzt quasi so ein bisschen über die Grundlagen, Aufbau, Struktur auch eben in der Zukunft. Ich meine, wir sind jetzt hier dankenswerterweise eben beim Mitternachtssport zu Gast. Ich kann mich erinnern, dass der SSV auch mal eine Geschäftsstelle hatte. Wie sieht's denn da aus, Thorsten? Also zurzeit sieht es so aus, alle Absprachen und Planungen und Anmeldungen, Abmeldungen, die finden am offenen Kofferraumdeckel von Ümit statt, am Parkplatz. Ja, da wird auf dem Rücken eines Elternteils ein Anmeldeformular ausgefüllt. Ja. Sprich, wenn irgendwas administrativ gemacht werden muss mit Anmeldung, Abmeldung, Bestellung, Internet, E-Mail und so weiter, findet alles im privaten Bereich statt. Bei Ümit zu Hause macht er für sich, bei Thorsten zu Hause mache ich für mich. Wir haben noch keine Anlaufstelle, obwohl, wie du gerade sagtest, Benny, es gibt ja ein Vereinsheim direkt am Stadion, also die alte Geschäftsstelle. Die ist aber seit Herbst 2014 leerstehend, also seit 9 Jahren, seit gut 9 Jahren. Wäre natürlich ganz schön, wenn ihr da, ich sag mal, dann auch wieder einziehen könntet, oder? Wir haben da schon einige Bemühungen angestrengt. Wir haben da schon einiges versucht. Das ist noch ein bisschen zäh, aber wir sind guter Hoffnung, dass das auch dieses Jahr noch was werden kann. Aber die Sicherheit haben wir noch nicht. Gut, aber der Weg ist angestoßen, genau, sage ich mal so, dahingehend. Und das ist ja dann eben dann das Gute dabei. Nee, fantastisch. Ja, dann Jungs, sage ich jetzt einfach mal herzlichen Dank für das Interview. Ümit, bitte, ja, gerne. Ja, weil wir jetzt schon langsam zum Ende kommen, möchte ich noch ein ganz großes Dankeschön an meine Frau ausrichten, weil hinter jedem erfolgreichen Mann ist immer eine Frau, sagt man. Ja. Und wenn meine Frau mich da nicht unterstützen würde, würde ich das Ganze auch nicht schaffen und auch nicht machen können. Das ist definitiv richtig. Man braucht da den Rücken frei, sowohl familiär als auch dienstlich. Ja, ich meine, du hast ja erwähnt, leitende Position, BMW Motorrad. Ich meine, damit hast du einen kurzen Weg in Spandau, muss man zugeben. Ja, ne? Ja. Aber trotzdem, sagen wir es mal so,
man muss sich die Zeit nehmen und man nimmt sie sich, wenn man es auch so möchte, ja, ne? Ja. Und wenn man dann eben wirklich, wie hier eben sieht, dass etwas wächst, ja, dass etwas entsteht, dann ist das natürlich noch viel schöner, weil dann ist das der gerechte Lohn dafür. Ja. Wir haben eben gerade darüber gesprochen, wer Interesse hat. Sag doch einfach bitte nochmal, Thorsten, vielleicht du, wenn jemand in Kontakt treten möchte, weil Ümmelt ist mit seinem Kofferraum ja nicht überall. Wie geht das denn? Also am lebendigsten ist die Facebook-Gruppe mit 244 Mitgliedern zurzeit. Da kann man bei Facebook einfach Spandauer SV eingeben. Man findet den Link dann auch auf unserer offiziellen Seite www.spandauersv.de und E-Mail-Kontakt ist möglich an jugendleitung@spandauersv.de. Alles klar, wir werden diese Kontaktdaten natürlich auch noch in unseren Posts mitverarbeiten natürlich, auch in die Beschreibung unter YouTube wird das dann eben dann, also unter dem YouTube-Video wird es dann eben dann drinstehen. Da wollen wir euch dementsprechend auch unterstützen, dass man euch gut erreicht und derjenige, die eben wirklich dann Interesse haben, euch eben auch wirklich erreichen können. Alles klaro, dann lüfte doch nochmal das Geheimnis bitte für die letzten Songs, Thorsten. Ja, wir haben noch vier Titel. Der siebte Titel, The Future is Now, die Zukunft ist jetzt, ist ein sehr passendes Motto für den neuen SSV von der Sängerin Marlo von 2019. The Future is Now. Der achte Titel, eine besondere Überraschung, gab es Ende 2022. Nämlich in einem Hip-Hop-Song über Spandau wird Cheftrainer Ümit Gündüz namentlich erwähnt von Bero 030 Hoodlife. Und weil es so schön war, wurde 2023 noch ein weiterer Titel veröffentlicht von Bero 030, in dem der SSV erwähnt wird, nämlich in dem Titel Gegend. Und der zehnte und letzte Titel, ja, kein anderer Song prägt den neuen SSV so sehr wie Once More von Spandau Ballet. Er begleitet den Jahresrückblickfilm bei der Mitgliederversammlung 2023 und den Videoclip zum Jugendförderpreis beim Bezirkssportbund Spandau, an dem der SSV auch teilnehmen darf und kann. Da nochmal ein ganz großes herzliches Dankeschön an die Geschäftsführerin des Bezirkssportbund Spandau, Rukaya Riga. Also der letzte und zehnte Titel Spandau Ballet Once More aus dem Jahr 2009. Perfekt. Insgesamt eine sehr schöne Hitliste, muss ich zugeben. Ja, und dann binde ich das Ganze hier dementsprechend dann mal ab. Danke euch beiden. Ich hoffe, wir hören uns dann auch mal wieder, ne? Also wir können uns gerne noch mal treffen und dann eben dann den aktuellen Stand auch noch mal aufnehmen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Aber auf jeden Fall so erstmal, ja, Glück auf, ne? Hau, 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 SSV. Jawohl. Ja, ne? Dankeschön. Ja, und dann eben an alle unsere Hörerinnen und Hörer, besten Dank fürs Zuschalten, fürs Interesse. Euch eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao. Tschüss.